Ja, Tim, und zwar in Belgien. Hallo zu Leute heute. Nach König Willem-Alexander hat jetzt auch König Philippe von Belgien sein 10-jähriges Thronjubiläum gefeiert. Er und seine Frau Mathilde haben auserwählte Gäste in die königlichen Schlossgärten eingeladen. Delphine, die Halbschwester des Königs, war nicht da. Auch die älteste Tochter Elisabeth hat gefehlt, weil sie in London studiert. Aber für den Rest der Familie war es ein unvergesslicher Tag. Am Wochenende war Eurovision Song Contest. Reden wir nicht groß drüber. Man müsste die Tabelle umdrehen, damit Deutschland mal oben steht. Schauen wir lieber, was Prinzessin Catherine damit zu tun hatte. Und der Palast hat neue Bilder vom Krönungstag rausgegeben. Charles in vollem Ornat zwischen den Thronfolgern. Und es gibt neue Einblicke, wie es hinter den Kulissen aussah an diesem großen Tag. Und noch eine royale Nachricht aus Oslo. König Harald ist nach seiner Infektion aus dem Krankenhaus entlassen worden. Er muss sich aber noch schonen. Daher ist unklar, ob er bei den Feiern zum norwegischen Nationalfeiertag übermorgen wie geplant teilnehmen kann. Für viele war gestern Muttertag. Für Demi Moore war Großmuttertag. Charlize Theron haben wir zuletzt ja eher selten gesehen. Jetzt hatte sie mal wieder einen Red Carpet-Auftritt. Und was für einen. Vor historischer Kulisse, vor dem Kolosseum in Rom. Dort hat der 10. Teil von Fast and Furious Premiere gefeiert. Und bei uns gibt es jetzt schon ein Wiedersehen mit Filmbösewicht Jason Momoa. Der Schauspieler gehört zu den berühmtesten Muskelpaketen Hollywoods. Die hat er schon in Baywatch gezeigt und in Game of Thrones. Und wir haben ja gerade gehört, dass er momentan in Neuseeland ist. Dort haben wir mit ihm gesprochen. Mehr von den Stars gibt es morgen wieder bei uns um 17:45 Uhr. Einen schönen Abend wünsche ich Ihnen. Bis dann. Tschüss.